Welcome everyone. My name is Chris Lehmann from Markerstedt Motorsport, and today we are going to give you a little presentation of our team and our drivers. As you all know, we all had to wait a very long time for the season to start. It's been almost 11 months now since the season finale at Zolder last year. So we're all overexcited to get going at last, and yeah, I hope you'll enjoy the video and you'll be hungry for the new season. Ich bin froh, dass die Saison jetzt endlich mal anfängt. Die Zeiten sind ja nicht besonders rosig momentan. Das heißt also, wir sind voller Erwartung. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben unsere Fahrer zusammen, bis auf einen Fahrer. Ein Fahrerplatz ist noch frei. Ansonsten sind die Autos gut vorbereitet. Und ich freue mich darauf, dass wir jetzt nochmal einen Test einlegen können vor der Saison. Und dann schauen wir mal, was das erste Rennen so bringt. Wir wollen immer unter die Top 5 kommen, ja, am besten immer aufs Podium kommen, aber das wollen natürlich 20 bis 30 andere Fahrer auch. Wir sind nicht ganz alleine dabei. Wir geben uns Mühe, wir bereiten die Autos top vor, wir haben gute Mechaniker, wir haben gute Ingenieure dabei. Und ich hoffe, in Zusammenarbeit mit den Mechanikern oder mit den Fahrern kommen wir immer in die vorderen Platzierungen. Natürlich gibt es natürlich die Challenger-Wertung noch, die Legends-Wertung noch, und da wollen wir natürlich auf jeden Fall gewinnen. Also wir haben beide Autos komplett revidiert, die Autos sind wie immer gut vorbereitet, zerlegt worden, Teile ausgetauscht, die nicht in Ordnung sind, sodass wir bestens vorbereitet sind. Wir wollen keine technischen Ausfälle, dafür sorgen wir. Wir haben nach Betriebsstunden die Ersatzteile, die ausgetauscht werden mussten, ausgetauscht. Und dementsprechend hoffen wir, toi toi toi, wo ist das Holz, auf Holz klopfen, wollen wir keine technischen Ausfälle und hoffen auch, dass wir keine technischen Ausfälle haben. Gemeinsam schaffen wir auch die neuen Termine und gehen die Saison ganz normal an, als wenn es jetzt im März oder April gewesen wäre. Es ist eine internationale Serie. Man sieht es bei den Teams, dass nicht nur die belgischen und die italienischen Teams untereinander fahren, sondern dass die Fahrer alle gemischt sind. Ja, wir haben einen Slowenen, wir haben einen Ukrainer, wir arbeiten international mit sämtlichen Fahrern zusammen. Wir, denke ich mal, wir präsentieren uns auch gut. Und ich hoffe, dass wir auch da genauso erfolgreich fahren, als wenn wir nur mit deutschen Fahrern fahren würden, was, denke ich mal, kein Vor- oder Nachteil wäre. Normalerweise wären wir sogar noch internationaler gewesen durch Kenko Miura. Warum konnte er jetzt doch leider nicht für uns starten letztlich? Ja, das ist das Problem, was momentan, wo viele mit zu kämpfen haben. Es geht halt um die Corona-Pandemie, und da gibt es Probleme mit Aus- und Einreisebedingungen in Japan, und dementsprechend werden wir wahrscheinlich leider darauf verzichten müssen dieses Jahr. Ich hoffe, dass die Kooperation nächstes Jahr weiterläuft oder wir die Kooperation nächstes Jahr fortfahren können. Ja, ich bin ja erstmal überhaupt froh, dass die Serie überhaupt zustande kommt. Da muss man erstmal ein ganz großes Dank sagen an die Nesca Villain Euro Series, an den Jérôme Galpin aus Frankreich, dass die überhaupt in dieser schwierigen Zeit eine Serie zustande bekommen haben, um 5 Rennveranstaltungen dieses Jahr noch hinzubekommen. Da hängen ja auch große Faktoren dran, nicht nur die Teams, sondern die Mechaniker, die ganze Crew, die Fahrer. Und ja, da muss man ganz großes Lob aussprechen, und ich bin froh, dass die Saison zustande kommt und dass es jetzt mal vorangeht. Ja, das ist für mich interessant, weil das ist erste Saison im Euronesca. Ich denke, kriegen wir das hin. Fahrzeug muss ich noch ein bisschen lernen. Aber kenne ich von V8 Wahlserie. Das sage ich so Richtung Nesca-Fahrzeuge. Ja, das bei Rekrut-Test habe ich Gefühl bekommen, ja, das Fahrzeug bekannt mir. Das ist nicht was ganz Neues. Adaptation von Fahrzeug. Ich weiß, bei mir geht schnell. Ich kann schnell adaptieren zum neuen Technik. Wir gucken, ja, bei ersten Testen schauen wir an. Ja, ja, ich bin von früher Supersport gefahren, fast 12 Jahre das gemacht. IDM, internationale deutsche Meisterschaft, und viele Jahre Yamaha R6 Cup, damals war das eine sehr starke Serie in Europa. Mein Team war Deutscher Meister 2011, und wir haben Erfahrung in MotoGP, in Serie Moto2,
Und wir waren im Superbike, World Superbike auch. Das war für mich Zeit, wo, sage ich so, ich habe Profi-Race gemacht. Nach kleiner Pause, ich habe doch mitbekommen, kann ich nicht ohne Race-Sport. Und ich bin auf vier Räder mich konzentriert. Angefangen mit LMV8 zuerst fahren auf der Oval-Serie. Und dann, ja, das, aber Oval macht mir Spaß, aber das trotzdem für mich zu klein. Ja, ich will auf normale Rennstrecke auch fahren. Und dann, ich habe zur Idee gekommen, vielleicht doch muss ich probieren, eure Nesca mit Nesca-Fahrzeug auf Rotkurs fahren, auf Rennstrecke. Ja. Ja, natürlich von meiner Motorradzeit die beliebteste Rennstrecke Valencia. Das kommt im Programm. Hockenheim, das auch für mich, das bedeutet was, weil bei dieser Rennstrecke, ich habe im 2011 schweren Unfall, aber ich mag diese Strecke, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich finde bei Serie im Kalender alle Rennstrecke sehr interessant. Gibt es keine Rennstrecke, welche sage ich, nein, das mag ich nicht. Das ist auch gut, fast alle Rennstrecke, ich habe mit Motorrad gefahren, natürlich nur kein Venray und einzige Brands-Hatch für mich unbekannt. Und Vallelunga, ja, Italien kenne ich auch nicht. Aber die andere Strecke kenne ich alle sehr gut. Ziel für mich war, ich verstehe, ja, dass wenn kommen so zum neuen Meisterschaft mit neuem Fahrzeug, mit neuem Team, ja, brauchst du Zeit zum Adaptieren, ja, du brauchst Zeit, ein bisschen das noch ein paar Sachen lernen. Ich bin bereit zum Kämpfen. Ich weiß nicht, wir gucken, welche Position, für welche Position kann ich machen, aber probiere ich das. Ja. I feel like I've been part of the team for a while because I was representing Marco Stipp Motorsports in the Euronews Car Esports Series with the 246 car. But as the season proper starts up, having been put on hold by the whole of the Corona situation, this will be the first time where I actually will start to meet people. So we've spoken through the virtual world. But it's going to be good in the real world to actually start putting names to the faces and voices that have only heard through Discord, through the iRacing simulation. But I feel that, you know, we've already started something in our relationship. We scored some good points for the team in the Euro NASCAR Esports Series. So we brought some good points in the Teams Championship for the number 46 car. I think I might be saying I actually was the highest placed driver from either of the Marco Stipp Motorsports cars. So I feel, you know, I've already brought something to the team to start the season. I'm not just the third driver. I've contributed already to how well the team's going to do in the championship. Yeah, so it's just continuing that relationship going forward now for the full season. And talking specifically with the club challenge, it's, for me, it's going to be a new sort of challenge. My background is mainly, for the last few years, has been oval racing, but the club challenge is a regularity competition, it's a time competition. And I've not been part of one of these before, so it's going to be interesting in working out how do you approach the event to gain the most points. We get given a lap time and we have to match that lap time. If you're too slow or too fast, you're gonna lose points. So it's gonna be the challenge of working out how do you approach that on the track and how do you actually achieve that set target time without going too fast or whatever. Where would I like to be at the end of the season? Well, I think we can talk about that. The goal should for us will be to try and actually win the championship. There's drivers there who've done this before. We're going into something new. It's something new for me. But I still feel that we should have as much of a chance of succeeding here as anybody else on the grid. So the goal, if we can, is to win the club challenge.
and win the club challenge for the Marcus Dip Motorsports. I'm pretty excited about everything, and we are waiting for a long time now due to the pandemic, which shaked up a bit the championship. I can't wait to start the championship. Actually, we had some quite fun time on the eSports series on the iRacing platform, so it was not so hard, but we had other challenges preparing for the season. Everything extended a bit, and waiting is hard with no car and no racing. But we had fun on other parts and a bit more time to be home and train physically. Actually, it was quite a strategic decision to enter the Euro-NASCAR Championship. Just everything depends on my goals and dreams, which is to maybe one day race professionally in the United States. Yeah, we go step by step, and actually for this year it's just goals are to, with the results, to satisfy first myself, second is the team, and the third are all the partners for helping. And actually we are making quite big story in the region, because I'm so the Adriatic region. We want to actually promote the team and the series quite well in the region, and looking long term, to I'm hoping to bring more people and more drivers to the championship. Maybe next seasons we're also gonna see the whole championship coming to the Grobnik, which is a nice racetrack in Croatia. It would be perfect for my own promotion and also for my partner's promotion to have a race there. The whole event and the appearance of the championship is quite family-wise and fun-wise really attractive. So it's like the family, the happening, and the racing bumper to bumper is always attractive. That should attract everyone. Top five every race is the goal. I know I have the speed, and I think it's possible. I got a lot of attention because I'm the first driver from the Adriatic region, and there are already going also some talks that maybe we will also bring the whole championship to the region, so to the Grobnik circuit in Croatia. And it would be really cool, because we have a lot of talented drivers there, and I think the championship is a great opportunity for young drivers.